Am Wochenende liegt Walzenhausen wieder Diesel in der Luft. Der vierte Bergsprint von Walzenhausen auf Lachen steht vor der Tür. Ein Showfahren mit Autos und TÜV aus einer fast 100-jährigen Rennsportgeschichte. Auf einer tollen Strecke, schnelle Kurve und vor allem eine atemberaubende Aussicht. Wir berichten diese Woche in einer speziellen Sendereihe über den Bergsprint. Heute schauen wir zurück auf die letzte Ausführung vor 3 Jahren. Melanie Finci. Zum vierten Mal flitzen dieses Jahr wieder Autos und TÜV von Walzenhausen auf Lachen, wo das Herz von jedem Motorsportfan höher schlagen lässt. Wir treffen den Mitorganisator, der Viktor Rohner, im Autobau zu Romanshorn. Er sagt, der Bergsprint ist nicht zu verwechseln mit einem Bergrennen und das sei genau das Spezielle von diesem Anlass. Das Bergrennen, dort wird ja Zeit gemessen und dort wird natürlich Fahrer gegen Fahrer gekämpft um den Tagessieg und das ist beim Sprint überhaupt nicht der Fall. Da geht es darum, dass die alten Autos präsentiert werden, ein fahrendes Museum eigentlich. Und natürlich die Cracks, die drinnen sitzen, zum Teil sind das ehemalige erfolgreiche Rennfahrer, die könnten da wieder ein bisschen das Feeling haben, hat natürlich Freude, wenn Zuschauer zujubeln. Bis zu der modernen Rennbolide ist am Bergsprint alles zu sehen. Das älteste Auto ist 100 Jahre alt. Das ist fantastisch, wenn man denkt, dass 100 Jahre als Auto fährt noch den Berg auf und dann auch noch ziemlich flott. Und dann hat es aber auch Autos dabei bis in die jüngste Renngeschichte hinein. Da sind Fahrer wie Friedi Lienhardt, Bergsprint-Spezialisten. Aber auch Rundstreckenspezialisten sind dabei und fahren mit ihren Auto, die sie noch vor ja, vielleicht 10, 15 Jahren auf den Bergrennstrecken noch unterwegs waren. Für die Zuschauer speziell, sie dürfen ins Fahrlager mit den Rennfahrern plaudern und ihnen jede technische Frage stellen, die ihnen unter den Nägeln brennt. Der Anlass ist natürlich nicht gratis, das Jahr neu, es gibt einen Vorverkauf. Mit dem Vorverkauf, mit dem Ticket, kann man nachher auch gratis mit den öffentlichen Verkehrsmitteln rauffahren bis nach Walzenhausen und selbstverständlich wieder zurück. Und die, die mit dem Auto kommen und parkieren in Rinneck oder in Buriet auf den offiziellen Parkplätzen, die werden auch gratis aufgebracht. Und für die, die nicht nur zuschauen wollen, sondern mit dabei sein wollen, für die gibt es mit ein bisschen Glück ein Zückerli. TVO-Zuschauer die haben noch das Glück und die Chance, so eine Taxifahrt zu gewinnen. Das heisst, sie fahren mit einem Rennauto als Beifahrer mit Helm und natürlich mit allen Sicherheitsvorkehrungen in recht flottem Tempo den Berg auf. Und das ist natürlich ein riesiges Erlebnis. Da kann ich nur jedem empfehlen, mitzumachen. Und die das Glück haben, denen gratuliere ich schon jetzt.